Hallo Freunde, und hier bin ich wieder mit The Legend of Kay Anniversary. Ja, es geht jetzt weiter. Wir haben schließlich den Ball überstanden. Und am Ende haben wir so einen coolen Bärenkampf gehabt. Der war richtig cool, Alter. Der war richtig cool. Also falls ihr ihn verpasst habt, ist es eigentlich nicht so wichtig, weil er so cool war, auch will nicht, aber der Bär war cool, muss ich sagen. Der Bär war cool. Er hat eine Rüstung gehabt. Das war er auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wir kommen jetzt langsam zum Hasenbaum, wo Tuck ist, der er unseren Dorf ganz schön verunstalten will. Und die Gorilla ist auch. Da geht's mal weiter. Okay. Kay, warte! Meister! Wer braucht schon eine Schule, wenn wir einen ganzen Wald für uns haben? Du hast ein neues Schwert. Ausgezeichnet. Oh. Kein Problem, Kay. Du musst deinen Weg allein gehen. Ich bringe dir nur die Grundlagen bei. Der Rest liegt ganz bei dir. Aber wir haben ein paar Sachen ausgelassen. Zeigst du mir noch ein paar Techniken? Cool. Hör zu. Du kannst die Combo-Attacke nicht nur auf Songs anwenden, sondern auch auf Feinde. Dadurch verschaffst du dir eine Menge Vorteile im Kampf. Je höher deine Combo, desto stärker dein Chi und desto mehr Kraft haben deine Schläge. Chi? Combo? Okay, konzentrier dich. Das ist leichter, als es sich anhört. Zerstöre als erstes den Song, um eine Combo zu aktivieren. Bewege dich dann in die Richtung des Feindes und attackiere ihn erneut. Du hast nur begrenzt viel Zeit, um alle zu zerstören. Ach ja, diese Pfeile zeigen Feinde außerhalb deines Sichtfeldes an. Jetzt habe ich's kapiert. Okay. Na dann, dann geht's mal los. So, das habe ich ja eh schon gemacht. Ah, da gibt's auch noch so ein Timing. Gut. Fahren wir mit der nächsten Lektion fort. Es gibt Schalter und Schatzkisten mit einem Kombosiegel. Um ein Siegel aufbrechen zu können, brauchst du eine Combo, die der Zahl auf dem Siegel entspricht oder höher liegt. Zerstöre als erstes einen Song und hol dir so eine Combo. Bewege dich dann in Richtung des nächsten Song und triff ihn. Geh genauso vor, wenn du ein Kombosiegel erreichst. Okay. Hier sind eine Dreitreffer-Schatzkiste und ein Dreitreffer-Schalter. Erhöhe deinen Combo-Level und zerstöre sie dann beide. Okay. Wie war das nochmal? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, Leute. Aber egal, wir machen das schon so. Okay. Okay. Gut. Machen wir weiter mit der nächsten Lektion. Moment, ich will noch die Goldmünzen aufsammeln. Wenn du auf einen Feind zurollst und ihn direkt vor ihm attackierst, fügst du ihm einen schweren Treffer zu. Probier es aus. Ach so, zurollen, okay. Zurollen und X. Okay. Wow, du hast es geschafft. Na Und klar, habe ich es jetzt die geschafft. nächste Aufgabe. Ja. Feinde können deine Angriffe blocken. Aber dagegen bist du keineswegs machtlos. Hör zu. Wenn du vor einem Feind stehst, roll hinter ihn. Das ist dein Überraschungsmoment. Triff ihn heftig. Okay. Moment. Y, B, Richtung X. Oh Gott, das sind so viele Y. Was? Achso. Achso, ich kann nicht so.
Okay, Moment. Erst mal hinter ihn rollen und dann... Fantastisch. Ich glaube, so gut war ich noch nicht mal in meinen besten Ich könnte auch... Komm schon, Meister. Mach dich nicht lustig über mich. Und jetzt was anderes, Kay. Wenn du hinter deinem Gegner stehst, kannst du ihn werfen. Versuch es mal. Also das Vorgehen, das war nicht ganz richtig, Leute, aber... Ja, irgendwie komisch. Okay, mit RB. Moment, müssen wir gucken, wo ist nochmal RB? RB. Okay, das sind die B-Tasten. RB. RB. Ich drück RB. Ist das RB? Ja klar ist das RB. Da steht RB drauf. Jetzt sehen wir ihn doch, okay. Hinter ihm? Oder was hat er nochmal gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Ach so, okay. Aha, okay. So funktioniert das. Mit dieser Bewegung lässt sich gut auch das Rollen hinter den Feind kombinieren. Aber das kannst du allein üben. Jetzt hast du alles gelernt, um deinen Weg zu gehen. Viel Glück, mein Freund. Oh ja, das werde ich brauchen. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. Okay, gut so. Da haben wir noch ein paar kleine Techniken gelernt, was unser Meister noch sagen könnte. Zum Beispiel, der könnte uns mir auch noch sagen, wie man die Items wechseln kann. Ob man das auch überhaupt kann. Das würde mich echt interessieren. Wo geht's denn da lang? Okay, da geht's weiter. Gut, da ist der Hasenbaum, Leute. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp gemacht und ein Training. Oh, da oben ist was Cooles. Oh, das ist ja krass. Ich kann mich wieder erinnern. Oh, bitte nicht wehtun. Hey, wer das ist da? Wer sonst könnte über den Zaun einer Ratte spotten? Das kann nur eine Katze sein. Alle ihn kriegen jetzt! Such dir jemanden in deiner Größe. Kapiert? Okay, Leute, jetzt wird's richtig krass. Wie wäre das doch mal mit RB, genau? Okay, muss ich mal gucken. So, dann nehme ich die Gegner und dann zack, und dann zack, und dann zack. Und dann... Was willst du? Was willst du? Du kannst mir gar nichts machen. Okay, okay, du kannst mir doch was machen. Okay, ich nehme es zurück. Der hat mir Schaden angerichtet. Was soll das? Okay, das ist ganz schön. Bremst nicht. Kommt noch einer her? Hallo? Die stehen alle... Ach man, Spielverderber. Okay. Okay, der ist ein bisschen härter, der Typ da. Der eine Rüstung anhat. So, okay, Moment, Leute. Moment. Aber ich habe wieder so ein Flammenschwert gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das genau gemacht habe. So, egal. Wir haben ja noch drei Versuche, Leute. Wir haben noch gute drei Versuche. Da machen wir das mal. Oh mein Gott, ich habe wieder wenig Leben, Mann. Wie habe ich mein Flammenschwert gemacht? Das wäre nämlich extra... Oh. Das ist ganz nett, dass dein Speicherpunkt ist. Weil dann ist der Kampf für mich extrem easy. So, jetzt. Aber es wird nicht immer ein Spiel. Okay, boah. Ich dachte mir jetzt, es hat sich jetzt aufgehangen oder so irgendwas. Du hast sie fertig gemacht. Gut. Ich laufe schnell zum Hasenbaum und berichte Bürgermeister Zhu Liao. Warum kommst du nicht bei uns vorbei? Wir würden uns sehr freuen. Gute Idee. Na klar. Bis bald, Kay. Bis bald.
Oh, cool. Echt cool. Die Hasen. Okay, Leute. Das ist ein Speicherpunkt. So, speichern wir mal. Und da ist auch Geld und so alles. Die 3 Gold, die was übrig geblieben sind beim Training, die haben wir jetzt nicht bekommen. Aber ich denke mal, so wichtig sind sie jetzt auch nicht, oder? Oder? Ich hoffe nicht. So, da oben ist etwas, Leute. Das will ich unbedingt haben, weil das ist extrem krass. Weil das ist eine... Kann man da irgendwie so Vogelperspektive, also so First Person machen irgendwie halt? Dass man mal raufgucken kann oder so irgendwie? Nee, okay, dann schon nicht. Auf jeden Fall ist da oben etwas ganz Besonderes, Leute. Ich aktiviere das mal. Ich denke mal, wir müssen sowieso in alle Richtungen gehen wieder und wieder so die Sachen aktivieren. Wie bei den Statuen. So ist ein Fall, der zeigt da hin. Nee, nee, so leicht nicht. Du kleiner Käfer. So, da. Machen wir das mal weg, da. Das ist eine Statue. Ah, wie ich es gesagt habe. So, aha. Oh mein Gott. Das sieht nach viel Arbeit aus, was wir da machen müssen. Guck mal bei den Aufgaben. Taxi suche und aktiviere die 6 Katzenstatue. Steht auch, was wir bekommen. So, die Statue, um an die Rüstung, um den Schatz zu gelangen. Okay, genau. Das ist eine besondere Rüstung. Leute, und da halten wir mehr aus und... Jetzt geh weg da. So. So, Hasenbaum. Okay. Nee, da will ich noch nicht hin. Okay, gut. Das ist der Hasenbaum. Aber da gehen wir noch nicht hin, Leute. Wir machen noch die Statuen. Und... ja. Das machen wir auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt da hinten hin müssen. Die Statue... Weil ich will die Rüstung haben. Die Rüstung ist auf jeden Fall krass. Extrem krass, Leute. Extrem krass. So. Okay, wir müssen... Da lang, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal da lang. Mhm, sieht schon mal gut aus. Und das ist wieder der Verkäufer. Du wieder. In diesen schwierigen Zeiten sieht man ein vertrautes Gesicht besonders gern. Bei meinem letzten Aufenthalt war es hier viel schöner. Keine schmutzigen Ratten, sondern nur gute, gesetzestreue Hasen. Warst du beim Bürgermeister der Hasen, Tulau? Netter Mann, nicht? Nebenbei, brauchst du einen Energietrank? Ich mache dir ein Sonderangebot. Gilt nur heute. Okay, ein Energietrank. Nur heute? Ja. Hey, die hat ja doch einen Magie-Container und einen Herz-Container. Kauf dir einen neuen Herz-Container. Wir kaufen uns den da. Ja, den will ich auch kaufen. So, und dann kaufen wir uns noch einen Magie-Container. Genau. So, und dann noch... Einen Energietrank? Ich weiß nicht. Ist es wirklich nur heute oder veräppelst du mich wieder? Ich meine, das macht jeder Verkäufer. Jeder Verkäufer... Ich kaufe ihn mir. Exotische Kräuter. Ja, ja. Will ich hoffen. Ich hoffe nicht, ich habe ihn sonst gekauft. Aber es ist auch noch ein Speicherpunkt. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig und überspringe jetzt gar nichts. Obwohl ich kann ja, glaube ich, nichts überspringen. Nein, da muss ich nicht hin. Okay. So. Ist auch egal, ne? Dann würde ich mal sagen, wir gehen dann trotzdem mal zu den Baumhasentypen, ne? Zum Bürgermeister. Das machen wir ein bisschen später, Leute. Ein bisschen später. Oder Moment mal. Ah. Ja, wahrscheinlich machen wir das ein bisschen später. So, wir gehen jetzt nochmal zum Bürgermeister. Und da machen wir das, Leute, würde ich sagen. So, zum Bürgermeister. Und dann gucken wir mal, was das noch so abgeht. Hey, da oben ist eine Truhe, sehe ich gerade. Okay. Wie komme ich da hoch? Ah, ich weiß schon wie. Das ist ein bisschen fies gemacht. Ich muss die Käfer da hinlocken irgendwie.
mache ich das am besten? Ach, das ist extrem schwierig. Ich glaube, das lasse ich mal aus. Aber das ist bestimmt so ein Magiecontainer. Moment mal. Ich muss das mal ein bisschen probieren. Oh, das ist fies gemacht. Okay. Wir haben es geschafft. Du hast ein extra Leben nur ein extra Leben, nur für den da bin ich jetzt hochgegangen? Ach mein Gott. Okay, ich dachte, das ist jetzt irgend so ein Magiecontainer oder so. So, da ist noch irgendwas. Was machst du? Nein, nicht den angreifen. Boah, wie viel ist denn das denn gemacht? Okay, das mache ich auch noch. Okay, ich muss anscheinend nur bei diesen kleinen Dings sein. Nein! Ach nee. Ich war doch gar nicht mal ganz draußen, oder? So, okay, Leute. Das ist ein bisschen schwierig. Ah, da muss ich. Nein, fast geschafft. Okay, da muss ich. Moment. Den da machen. Okay. Lassen wir das noch einmal auslaufen. Oder geht es überhaupt? Ich weiß nicht. Ich bin tot? Das macht Schaden? Okay. Ist nicht schlimm. Aber das da oben haben wir, oder? Egal, das brauchen wir jetzt auch nicht so wirklich. Okay. Egal, gehen wir jetzt mal zum den Hasentypi. Das mache ich später auch. Das merke ich mir auch noch. Das machen wir dann auch noch. Ist echt lustig gemacht, was da für Challenge. Da gibt es halt so Aufgaben, ne? Muss ich auch sagen. Und ja. Guten Tag. Hallo, mein Junge. Du musst Kay sein. Ja. Dein Ruf eilt dir voraus. Bye-bye erzählt immer wieder, wie du die Ratten besiegt und ihn befreit hast. Er hat wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Ich höre, du verfolgst deinen alten Freund Tuck. Da hast du richtig gehört. Eine persönliche Geschichte. Er hat meine Kampfschule geschlossen, unser Dorf zerstört. Irgendjemand muss sich diesem stinkenden Stück Käse doch widersetzen. Richtig so. Uns wird er zweifellos dasselbe antun. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass uns der Drache Tor Zi irgendwie beschützt. Sieh mal, da ist der Eingang in die Höhle des Drachen. Aber wir kommen nicht mehr hin, weil die Brücke beschädigt ist. Um dorthin zu gelangen, müssen wir das Geheimnis der drei Drachenstatuen lüften. Aber die Ratten hindern uns daran. Wir brauchen die drei Rubine, die Augen des Drachen. Der Legende zufolge hilft der Drache jenen, die hinter das Geheimnis der Drachenstatuen kommen. Wir hatten bereits alle drei Rubine gefunden, aber jedes Mal, wenn wir eine Statue aktivieren wollten, wurden unsere mutigen Hasen-Scouts gefangen und die Ratten nahmen den Rubin an sich. Du hast Bye-Bye gerettet und er trug unseren letzten Rubin bei sich. Stell dir nur vor, was passiert, wenn die Ratten als Erste in die Höhle des Drachen gelangen. Dann bekämen sie noch mehr Macht und ihre bösen Pläne gingen in Erfüllung. Ich kümmere mich darum. Du kannst dich auf mich verlassen. Das musst du auch. Denn sie wollen Tor Zi mit ihrer bösen Magie verzaubern. Genauso wie Boahax. Tor Zi würde ihrem Willen unterstehen. Er würde sich gegen uns und alle friedliebenden Völker stellen. Kein Problem, Tulau. Ich werde Tor Zi davon überzeugen, dass er euch von jetzt an beschützen muss. Das würdest du für uns tun? Ja, ich glaube dir. Hier ist unser letzter Rubin.
Okay, Leute, wir haben eine neue Aufgabe. Und zwar haben wir die erledigt. Da müssen wir noch das da aktivieren und dann noch die Rubine und die drei Statuen anscheinend suchen wieder. Und such den Drachen Torchi in seine Drachenhöhle und den, das haben wir schon gefunden, Leute. Aber ja, sonst ist unser erster Rubin. So, das ist gut so, Leute. Und dann würde ich sagen, Leute, ich beende diesen Part. Ich öffne dir jetzt die Baumportale, damit du in alle Bereiche des Waldes kommst. Viel Glück. Danke, wird aber auch Zeit, damit ich auch die Rüstung bekommen kann. Ja, Leute, dies machen wir beim nächsten Part und suchen auch die Rubine. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's dabei. Bis dann, ciao. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis daher. Ciao, ciao.